Hallo Freunde der Ameisen, heute ist mal wieder Mittwoch, das heißt wir schauen in die Nester und diesmal ohne Zeitdruck, denn ich habe den Akku der Kamera aufgefüllt, sonst ist der immer fast leer, wenn ich filme, diesmal nicht, ja, keine sterbende Akkuleistung, dafür lebendige Ameisen, hier sitzt sie, da können wir mal einen gepflegten Blick auf die Camponotus hier werfen und wir haben hier nicht nur eine heute draußen, nein, hier ist auch noch eine zweite unterwegs, nämlich hier an der Scheibe, da kommt sie gerade angefahren. Ja, und dann werfen wir auch noch einen Blick in das Nest. Da gibt es natürlich auch wieder was zu sehen. Da sind fleißig ganz viele Ameisen erschienen. Und natürlich nicht zu vergessen, da hinten, Messor Barbarus. Da ist übrigens auch diese ominöse Heizmatte, von der ich immer fasel. Kurz bevor wir da reinblicken oder sowas. Oder währenddessen oder danach, je nachdem. Egal, ihr wisst, was ich meine. Aber erstmal gibt es das Intro. Ameisen. So, und da bin ich auch schon wieder. Also, ja, zumindest teilweise hier in der Spiegelung, ne? Hallo? Naja, gut. Ich würde sagen, wir schauen mal rein. Und hier das Gummi, muss ich gerade mit Erschrecken feststellen, das wird porös. Naja, solange es noch nicht reißt, alles gut. Wir schauen mal rein. Ich stelle die Kamera schon mal wieder dahin, wo wir Ameisen zu sehen bekommen. Eine Sekunde, nämlich dort. Dort sitzen sie. Da ist, wo jetzt die Spiegelung von meinem fetten Ami war. Naja. Ja, irgendwo dort sitzen sie und warten auf uns. Ich mache mal hier das Bändchen ab. Ich muss es nochmal ganz kurz justieren hier. Das könnte ich auch offscreen machen, wenn ich vorbereitet wäre. Naja, bin ich nicht. Egal. Achtung, gleich gibt es was zu sehen. Die werden wahrscheinlich gleich wieder durch die Gegend rennen, wie die Irren. Und das hier ist dann hier, ne? Riesenhalligalli im Nest. Weil momentan geht es da um was da ist. Zack, ganz viel Brot. Da sind sie, die Tierchen. Das ist tatsächlich alles Brot da vorne. Deshalb ist da auch gerade so viel Action. Vorher haben sie sich wahrscheinlich gedacht, ja, pff, ein Ei. Soll der Bär das fressen, der gerade unser Nest eingerissen hat? Da denke ich mir natürlich, ich bin kein Bär. Aber die Ameisen haben jetzt so viel Brot, dass da doch Action ist und dass da wirklich um was geht. Das sollte tunlichst nicht alles gefressen werden. Ich habe die Tage jetzt auch mal durchgezählt und das sind jetzt tatsächlich 15 Ameisen insgesamt hier drin. Jetzt natürlich nicht hier im Bild, sondern insgesamt im Nest waren auch gerade noch zwei unterwegs. Vor, ich glaube, 3 Wochen waren es noch 10 Ameisen, Königin inklusive. Und jetzt sind es 15 Stück. Das lohnt sich. Also das geht jetzt richtig hier durch die Decke. Dafür, dass das erste Jahr gar nichts passiert ist, gehen die jetzt richtig steil. Guckt ihr mal an, was da alles rumliegt. Da ist alles. Da sind Larven, da sind Puppen, da sind Eier. Ja, jetzt habe ich hier auch eine Zeit lang beheizt. Bei den Temperaturen jetzt ist das natürlich nicht nötig. Hier haben wir es 24 Grad, glaube ich, gerade im Nest. Jo, 24 Grad. Wenn ich die jetzt noch mehr beheize, dann grille ich die mehr, als dass ich sie wärme. Ja, der Brut kommt zugute, wenn es schön warm ist. Warum nicht? Die fressen auch momentan sehr viel. Den habe ich letztens ganz viel Jelly reingepackt. Das haben die alles verputzt. Aber bei so einer Menge Brot ist es kein Wunder, dass die alles Mögliche verschnabulieren, was ich denen irgendwie vor die Flinte setze. Dort irgendwo bäumt sich auch gerade so eine Larve auf. Da sehen wir, dass die auf jeden Fall noch leben. Ja, hinten sind sogar noch ein paar Eier. Das ist natürlich auch toll. Also ist wirklich in allen Stadien was da. Ich mache das jetzt auch mal schnell wieder zu, damit die sich hier nicht unnötig aufregen. Und einen Moment, das haben wir gleich. Da klemmt sie einfach das Thermometer. Guckt euch das mal an. Ich wusste nicht, dass das geht. Na, ich sage ja, 24 Grad, da haben wir es. Und ja, wusste nicht, dass die dazwischen passen. Scheinbar schon. Okay, von mir aus, ja. Na, hier ist übrigens wieder die Werbung für myhens.de. Ich kriege dafür keine Werbung. Aber wenn ich Nester in 3D drucken würde, würde ich das genauso machen. Ich würde da auch direkt mal einen Website-Namen reinpacken. Jedes Mal, wenn einer dann das Nest filmt, ne, ist direkt Werbung für mich. Haben sie gut gemacht bei myhens oder so, ja. Gut, würde ich machen. Tue ich aber nicht, weil A, mache ich keine Ameisennester und B, könnte ich das gar nicht, weil handwerklich bin ich null und im Reden offensichtlich auch heute. Egal, ja, die dunkle ich jetzt auch erstmal wieder ab, die Camponotus lingiperdus und dann schauen wir mal, was Messor Barbarus heute so macht. Mann, irgendwas stimmt nicht, ich kann heute nicht sprechen. Egal. Gut, Stichwort Camponotus, haltet die Augen offen, die haben nämlich immer noch Schwarmflug, die Camponotus lingiperdus zumindest und zwar, ja, überall. Immer jetzt.
Ich habe noch keine gefunden, ehrlich mal gesagt. Ich habe einfach kein Glück damit. Aber ich weiß aus verlässlichen Quellen in Hagen, hier in NRW, am Lennetal, da wurden schon Königin von Camponotus Phalax gesichtet. Das ist jetzt eine Art, die auf der roten Liste steht. Sprich, die sind stark bedroht, sind noch nicht verboten, die einzusammeln. Trotzdem sollte man jetzt nicht jede einzelne Ameise, die man davon findet, eintüten. Je mehr in der Natur sind, desto besser, weil da gibt es schon relativ wenige. Aber wenn ihr euch ein, zwei eintütet und die Kolonien, wenn sie denn die Gründung hinbekommen, dann im nächsten Jahr wieder auswildert, dann ist das alles kein Problem und ist sogar vielleicht ein bisschen förderlich. Trotzdem ist es oft nicht gern gesehen, hier in der Ameisen-Community Arten auf der roten Liste einzusammeln. Ja, schauen wir mal nach etwas, was nicht auf der Liste steht, nämlich die Messoren. Ich mache hier an dieser Stelle einen Cut. Bis gleich. Und zwar genau dort. So, erstmal eine kleine Klarstellung. Letztes Mal wurde ich ja schon darauf hingewiesen, dass das hier noch keine richtigen Super-Major-Workerinnen sind, die ich da gefilmt habe, die große. Da gibt es wohl noch größere, die fast so groß sind wie die Königin oder so genauso groß wie die Königin. Naja, ich bin es halt von den englischen Videos gewöhnt, da ist das nicht so oft in Minor, Media und Major und Super-Major unterteilt. Die sagen meistens nur Worker und Major-Worker, zumindest die Leute, die ich mir angucke. Jetzt will ich trotzdem gerne diese Scheibe hochheben, aber da ist gerade eine Ameise, sehe ich gerade. Die kommt hier gerade runtergepurzelt. Naja, die kann ich ja dann trotzdem gleich ins Becken setzen. Naja, dafür habe ich ja hier diese Wattedinger drin. Diese Filzpropfen. Da ist noch ein bisschen Abstand. Denn falls jetzt gerade mal so eine Ameise wie hier dazwischen ist, dann zerquetscht die nicht, wenn ich die Scheibe hochhole. Ah, jetzt ist sie gerade runter. Jetzt kann ich die Scheibe hier wegnehmen. Dann machen wir das doch mal schnell. Und da sind sie. Ja, wo laufen sie denn? Messor Barbarus. Da oben ist jetzt diese lustige Major Workerin, die zum Teil wohl noch auch Media sein soll. Ich bin überrascht, dann brauche ich bald ein größeres Nest. Da ist sie. Werden die Dinger noch größer, dann wohnen die Ameisen bald nicht mehr bei mir, sondern ich bei den Ameisen. Naja, da läuft sie. Die ist auf jeden Fall schon gewaltig. Ich hoffe mal, dass da auch ein paar mehr kommen bald, denn die machen doch schon optisch ein bisschen was her, muss ich sagen. Die ist so ein bisschen schüchtern und versteckt sich jetzt da oben in der Ecke, aber von mir aus, dann gucken wir uns halt die Königin an, die hier in der Mitte hockt. Neben ihren Haufen Brut. Jetzt geht sie. Gut, dass ich es erwähnt habe. Danke. Ja, was haben wir hier noch? Sieht erstmal alles gut aus. Da unten, genau hier, mal schauen, ob ich es besser ins Bild bekomme, haben wir einen Haufen unscharfe Larven. Na komm, so, jetzt sieht man wieder was. Und Eier sind wohl auch dabei. Also die Königin war mal wieder fleißig. Und oben ist auch noch ein ganzer Haufen, muss ich sagen. Guck mal hier. Da sind sogar noch ein paar Puppen. Die haben ja hier Nacktpuppen. Nicht so wie die Camponotus, die eingepackten Puppen. Ja, das werden wohl bald neue Ameisen werden. Und auch keine kleinen, wenn ich mir das so angucke. Ja, die Larven sehen jetzt erstmal gigantisch aus, aber ehrlich mal gesagt sind die ziemlich klein. Naja, da unten werden gerade die Eier bewegt. Da, dort. Da werden sie geschleppt von einer Arbeiterin und da hängt auch eine fette Larve dran. Ja, nicht schlecht. Und die andere hat gerade auch noch eine Larve in den Zänkchen. Die ziehen sich jetzt auch hier gerade in irgendwelche dunklen Ecken zurück. Den Eingang, den haben sie übrigens auch wieder aufgemacht, fällt mir gerade mal so ein. Na gut, sonst wäre die Arbeiterin gerade da auch nicht rausgekommen. Das war ja schon quasi der große Spoiler. Naja, hier kommt noch eine außenrum gekrabbelt. Da sehen wir es auch wieder. Da ist sie. Messor Barbarus zeigt also langsam wieder vermehrt Außenaktivität. Wenn auch auf der falschen Seite von dieser Pyramide. Na, ich glaube, wir schauen gleich mal. Moment, ob ich die Kamera hier rauskriege. Und dann schauen wir mal in das Nest. Oder in das, nicht in das Nest. Quatsch, wir sind im Nest, im Becken. In das Becken hinein. So. Viel zu sehen wird es wahrscheinlich nicht geben. Ja. Das sieht schlecht aus. Da ist nix. Da liegen auch noch Überreste von Schabe. Da. Hier, ne? Das war mal eine Schabe. Beziehungsweise zum Teil. Den Rest haben die Camponotus bekommen. So ist nicht allzu viel zu sehen. Die hängen wohl nur auf und hinter der Pyramide. Würde ich sagen, beenden wir diese Geschichte hier mal. Die kriegen jetzt gleich hier mal Wasser. Da ist schon wieder auch nicht trocken. Sehr untrichter schöner aus, aber ich bin zu faul, da immer nachzufüllen. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Auch die Ameisen freuen sich jetzt mal so zahlreich. Leute hier sind, kommentieren, liken und was auch immer. Ich muss sagen, echt super. So macht das Hobby natürlich noch mehr Spaß, wenn man auf YouTube noch Leute findet, die sich auch für das Thema interessieren. Hätte ich eigentlich gar nicht gedacht, dass so viele Leute sich für Ameisen interessieren, weil die meisten sagen, i Ameisen, Ungeziefer, aber hier ist es echt super. Ja, danke fürs Zuschauen.
Ohne euch wäre das hier nichts. Also ich habe schon, keine Ahnung, über 100 Leute, über 200 glaube ich sogar, hier, die die Videos gucken. Hätte ich nicht gedacht. Danke nochmal dafür. Wir sehen uns spätestens im nächsten Video. Bis dahin.